Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen eingeschaltet hast und es geht weiter bei uns auf der Farm. Was werden wir heute erleben? Heute ist Sonntag und wir können Melonen ernten. Yeah, das ist gut. Dann können wir uns auch gleich im Gemischtwarenladen neue Sachen kaufen. Oh Gott, die sind alle fertig. Das ist sehr schön. So, das gibt auf jeden Fall richtig viel Kohle. Und wir könnten ja auch mal zum Schrein gehen, ob wir vielleicht unseren Hof ein bisschen verbessern können. Das hier, das kann ich auch ernten. Das ist grüner Paprika. Das ist natürlich auch gut. So. Den sieht man gar nicht so richtig hier, ne? Aber ich glaube, wir sind hier durch. Den Honig kann ich noch mitnehmen. Da kann ich gleich noch mal Honig machen. Okay, Paprika, Melonen können wir alles verkaufen und wir können... Hallo, verkaufen tue ich doch hier oben. So, Honig gibt 208. Paprika gibt jede Menge, Melonen gibt... Oh, 16.000, sehr gut. Okay. Dann neues Holz, diesmal biegsames Holz, würde ich sagen. Bei Eisen bleiben wir natürlich. Oh, bei Silber. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal... irgendwann den Nachschub holen. So, biegsames Holz. Braucht man nämlich wahrscheinlich, um unsere Sachen zu verbessern. So. Dann machen wir hier ein bisschen Garn rein. Kann ja immerhin nicht schaden, was da zu haben. So. Machen wir hier den normalen mal. Und hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Noch mehr Eisen. Sehr, sehr schön läuft das hier gerade. Weg, 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 weg. Wir haben 20 Eisen, das ist gut. Einmal hier durch. Meine Tiere kann ich heute wieder rauslassen. Aber die Eier muss ich mir abholen. Sehr schön. Um Futter brauchen wir uns ja überhaupt nicht mehr zu kümmern. Das funktioniert alles automatisch jetzt. So, dann geht mal hier ein Ei rein. Hier haben wir noch eine Beere. Und so ein komisches Ding. Und wir haben noch ein bisschen Platz. Sehr gut. Hier wächst ein Baum. Ich lasse euch erstmal raus. Was kommt zuerst raus? Das Schaf. Na klar. Und da muss ich immer reingehen und wieder rausgehen, damit ich meine anderen Tiere draußen habe. Das ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Okay, wir können Wolle mitnehmen, dich streichle ich. Habe ich dich eigentlich schon gestreichelt? Ich weiß es gar nicht. So, einmal Milch gibt's noch. Dann streicheln wir dich und dann sieht es ja eigentlich ganz gut aus hier wieder. Aha, und ich gehe zu meinen Netzen. So, wir hatten ja hier unten die ganzen Netze. So. Sehr gut, kann ich das noch alles mitnehmen? Oh, ich bin voll. Mist. Verheddert, ein neuer Titel. Und ich habe Fische gefangen. Die Frage ist jetzt, welche Fische hatte ich jetzt schon fürs Museum und welche Fische hatte ich nicht fürs Museum? Das ist die Frage. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das ist ein Sperrkalmar. Ach komm, wir verkaufen alles. Und ich brauche 16 Samen wieder. So, 16 Samen brauche ich. Die Muschel nehmen wir noch mit. Das nehmen wir auch mit. So, hier unten hatten wir jetzt nichts weiter. Wir hatten aber, glaube ich, noch... auf unserer ersten Insel hatten wir ja, glaube ich, auch noch, ne? Ein paar Netze ausgepackt. Habe ich noch Platz? Ich habe keinen Platz mehr. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Eieieiei.
Weg, weg, weg. Sardine. Gemeiner Kalmar. Ich bin mir nicht so wirklich sicher. Ach komm, wir packen das mal alles weg. Es wird ja heute nichts mehr fertig. So, dann packen wir hier nochmal Honig rein. Und dann plündern wir noch die letzten Netze. Okay, die sind alle durch. Dann meine Mayonnaise ist fertig. Komm, die nehme ich mit. Lass mich raus hier. Und vielleicht sollte ich das auch alles aufheben. Also die können wir auf jeden Fall verkaufen. Den Honig können wir verkaufen. Moment, hier mal das Ei, das hole ich mir mal zurück. Da mache ich Mayonnaise noch draus. Dann packe ich nämlich die weg. Die Sardine kann weg. Die Sardine kann nicht weg. Schade. Die Kiste ist viel zu schnell voll. Na gut, ich brauche 16 Pflanzen und zweimal Futtergras, ne? Wir gucken mal. Vielleicht habe ich ja von diesen Kalmaren noch nichts dem Museum gespendet. Das Boot ist soweit fertig. Wir zünden die Raketen bald. Klingt gut. Danke für die Hilfe, Markus. Wie immer. Hehe, ich mache ja nicht wirklich viel. Ohne die Vorrichtung, die du für uns gebaut hast, können wir die Babys gar nicht abschießen. Hallo Silke. Warner's Notches, Silke. Heute Abend veranstalten wir ein grandioses Feuerwerk. Oh, ist es schon soweit? Stimmt, wenn du jemanden hast, der dir wichtig ist, solltest du ein bisschen Zeit mit ihm oder ihr verbringen und dir das Feuerwerk ansehen. Gut, das Feuerwerk sollte bald anfangen. Ich muss mich auf den Weg machen. Okay, heute Abend startet das Feuerwerk. Das Feuerwerk. Das Feuerwerk ist ein ausgelassenes und beliebtes Sommerereignis in Olivingen. Wenn du jemandem nahestehst, könnt ihr euch das Feuerwerk gemeinsam ansehen. Es spricht aber auch nichts dagegen, wenn du dir alleine einen schönen Abend machst. Rede einfach mit Nigel, wenn es losgehen soll. Okay, ich glaube mal ganz stark, dass der Laden heute zu hat. Großartig. Okay, ich soll mit Nigel reden. Ich glaube ins... ich kann auch nicht hier ins Rathaus gehen. Schade. Tja, wer ist mir wichtig? Wen möchte ich irgendwann mal heiraten? Hier stehen so viele. Und ich glaube, das ist auch ein Heiratskandidat hier. Aber wenn ich dir eine Sardine schenke... Danke, ich werde gut drauf aufpassen. Was ist das? Ein gemeiner Kalmar. Jo, bitteschön. Danke, das weiß ich zu schätzen. Okay. So, wo ist Nigel? Wir wollen mal das Feuerwerk starten. Oh, du bist immer ganz alleine hier? Nigel. Sehe ich denn eigentlich, wie viel Herzen ich habe bei Victor, bei Lars, Jack, Ralph, Bridget, Angela, Patricia, Laura? Lynn habe ich schon ein Geschenk gemacht. Tja, wen kann man denn hier heiraten? Bess kann man, glaube ich, heiraten, wenn mich nicht alles täuscht. Und Lori wahrscheinlich auch. Okay, wo ist Nigel? Hier ist Nigel. Ich starte bald das Feuerwerk. Hast du gutes Plätzchen zum Zusehen gefunden? Natürlich. Na dann. Schön, jetzt ist aber langsam Zeit, dass es losgeht und es ist, glaube ich, abends. Tja. Ein wunderschönes Feuerwerk. Leider müssen wir dieses Feuerwerk alleine genießen. Ich werde es heute mal so machen, dass wir mal 2 Tage heute in einen Part packen. Weil ich denke mal, jetzt ist nämlich abends. Wenn das Feuerwerk vorbei ist. Wir haben im Prinzip den ganzen Tag übersprungen. Ich brauche auch nicht mehr ins Museum gehen, weil ich ja diese Kalmare verkauft habe oder verschenkt habe, nicht verkauft. Okay, jetzt ist es wahrscheinlich dunkel. Genau, habe ich doch gewusst. Dann packe ich auf jeden Fall noch meine Maschinen voll. Ja. So, Eisen habe ich jetzt gar nicht mehr so viel. Silber, da muss ich halt Eisen machen. Naja gut, ist nicht so schlimm. Eisenbahn brauchen wir ja auch. Silber muss ich mir dann wieder mal aus der Mine holen.
So, Ziegel. Da machen wir ja mal noch ein bisschen dran, den können wir ja verkaufen. So, Eisen. Meine Tiere sollten eigentlich alle drinne sein. So, das weg, das weg, das weg. Das weg und das weg. Na, es läuft schon. Und ich brauche unbedingt definitiv Orichalkos. So, einmal Honig können wir noch machen. Einmal Honig können wir noch machen. Ich glaube, den Honig kann ich sogar noch verkaufen. Ja. 18.000. Oh, das ist sehr gut. 18.000 ist auf jeden Fall eine reichliche Menge. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Es ist Sonntag. Aber eigentlich sollte das Feuerwerk doch am Dienstag sein, oder? So, wir haben 18.776 Gold bekommen und jetzt geht's in den nächsten Tag und es regnet. Wie gesagt, ich werde heute zwei Tage aufnehmen mal, damit wir dann für die 50. Folge dann dieses Fest haben, was ja eigentlich dann morgen ist, ne? Ach nee, das war schon. Heute ist der 23. schon, hier war schon das Fest. Okay. Schade. Dann können wir irgendwas ändern, also irgendwas ernten. So, ich habe definitiv keinen Honig mehr. Hier ist noch Mayonnaise, meine Tiere kommen sowieso nicht raus. So, ich habe 3 Hühnchen, dann bekomme ich auch 3 Eierchen. So, heute streiche ich euch mal nicht. Ich habe viel vor. Ich muss, wie gesagt, Samen kaufen gehen. Also was zum Anpflanzen, was für einen Herbst gut ist. Sommer und Herbst. Weil wir haben ja noch Sommer. Einmal Milch. So, dich streichle ich trotzdem mal. Und du wirst geschoren. Sehr schön, dann geht es dir nämlich gut. So, die Mayonnaise möchte ich diesmal nicht essen, wie beim letzten Mal. So, hier haben wir auch nichts. Oh, da war ja noch einmal Silber gewesen. Naja, gut. Einmal hier ein Ei rein. Hallo, lass mich doch durch die Tür durch. So, verkaufen, 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 verkaufen. Und dann geht's weiter mit... Naja, gut, dann packen wir das Holz halt mal da rein. So... Hier kann ich sowieso nur Eisen machen, weil ich kein Silber habe. Aber ich brauche, glaube ich, mehr biegsames Holz anstatt hartes Holz. Machen wir normalen Garn. So, Ziegel. Ziegel. So, und noch ein bisschen Eisen. So, ich glaube, ich brauche 16 Mal. So, ich brauche, glaube ich, 16 Mal das und 2 Mal, ja, wir können auch... ich hätte auch ins Museum gehen können. Heute ist das Museum offen. Ah, da muss ich nochmal zurück. Mist. Ich muss ja was mitnehmen fürs Museum. So, ich hoffe doch mal, dass ich dann noch ausreichend Platz habe für die 16 Samen, die ich mir hole. Ich glaube aber, so viel habe ich gar nicht hier, oder? Das und das. Und dann bin ich auch schon durch. Gut. Ich fahre mit dem Moped. Ist interessanter. Mein Moped wird ja sowieso auf meinen Hof zurückgesetzt, wenn ich das mal in der Stadt vergessen sollte. Ich hoffe einfach, dass der Gemischtwarenladen offen hat. Also zumindest kann ich rein. Und der hat zu, weil heute ist Dienstag. Schade, Mist. Das ist ärgerlich. Naja gut, dann fahren wir halt erst ins Museum. Und schauen mal,
Hä? Wollt ihr alle nicht, wollt ihr mich veräppeln? Oder kommt ihr erst später? Geht das erst um 9 los? Das kann natürlich auch sein, dass die erst um 9 dann anfangen. So, was haben wir denn für Aufträge? Einmal robustes Baumholz habe ich gerade nicht dabei. So, was gibt's denn hier? Seile, Gold, Silber und Bronze. Kann ich alles verkaufen, ist auf jeden Fall sehr schick. So, jetzt muss ich noch ein bisschen die Zeit rumschlagen. Bis um 9, weil wir könnten aber trotzdem noch hier oben mal fahren zu dem Schrein. Hallo, redest du mit mir? Erdgnome schlafen an vielen Orten. Du hast ein gewisses Talent dafür, sie aufzuwecken. Ja, das stimmt. Okay, steigere die maximale Ausdauer, steigere die Feldstufe auf deinem Hof sogar noch mehr. Tja, das ist jetzt mehr Ausdauer oder Feldstufe? Komm, wir machen Feldstufe. Segenempfang. Du hast dein Feld noch einmal hochgestuft. Du solltest jetzt ausgezeichnete Pflanzen anbauen können. Okay. Aber ich brauche auf jeden Fall diese komischen Sachen. Hier oben hat sich ja sowieso noch nichts getan, ne? Hier komme ich noch nicht durch. Hier ist noch zu. Okay. Jetzt haben wir es aber gleich um 9. Das heißt, ich kann gleich zum Museum gehen und hoffe, dass dort alle drinne sind. Ich drehe ein paar Pirouetten. Was haben wir denn eigentlich im Inventar alles? 30 Seile, diese Münzen. Gut, die kann ich alle verkaufen. Und wie viele Steine habe ich denn hier? 856 Steine. Also Steine kann ich, glaube ich, auch mal wieder verkaufen. Und ihr habt am Donnerstag geschlossen. Ansonsten bis um 9. Okay, komm schon. Jetzt ist es um 9. Jetzt müssten die eigentlich alle da sein. Ja, sehr gut. Oh. So, dann möchte ich bitte meine Sachen begutachten lassen, die ich da ausgebuddelt habe. Oh. Gibbonstock, das habe ich schon mal, glaube ich, gespendet. Bauholz. Oh. Bauholz brauche ich nicht. Oh. Irgendwie kriege ich hier nur Bauholz raus. Hm. Eisenbahn, naja, gut. Zweier habe ich noch. Flexibler Stoff. Okay. Immerhin was zum Verkaufen. Und ein Juwelenring. Okay. Jetzt kann ich aber trotzdem in den Gemischtwarenladen mal gehen, ne? Weil, wenn die wirklich um 9 aufmachen, müsste ja jetzt jemand da sein. Nee. Das war noch verkehrt. Ich hoffe doch, ihr habt auf und ich kann mir 16 mal ein bisschen was... Ja, sehr schön. Habe ich noch 2 Plätze frei? Ja, das passt. Okay. Oh, wollen wir mal gucken. Melonensamen. Sommer und Herbst. Mache ich nochmal Melonen? Melonen haben gut gegeben. Sommer und Herbst. Grüner Paprika. Ananas ist nur für den Sommer. Den brauche ich nicht mehr. Futtersamen brauche ich nur 2-mal. Okay, Teesamen brauche ich eigentlich nicht. Bohnensamen nicht wirklich. Ananas ist für den Sommer. Und grüner Paprika. Ja, komm, ich pflanze grünen Paprika. Könnte man natürlich auch noch ein paar Möbel mal kaufen. So, aber ich schaffe erstmal jetzt die ganzen Sachen weg und verkaufe die und sehe aus. Das ist natürlich gut, dass es regnet. Dann müsste mein Honig theoretisch gesehen auch wieder fertig sein. Und dann können wir nochmal zum Gnomendorf gehen und unsere Belohnungen abholen. So, also verkaufen, verkaufen. Was ist das? Futtersamen? Oh ne, die 30 Stricke verkaufe ich nicht. Die hebe ich mir auf. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Stricke habe ich, glaube ich, hier drin, oder? Nee, Stricke habe ich unten drin. Oder auch nicht. Das dort rein. Das dort rein. Dann 2-mal Futtersamen sehen. So, dann ist der nämlich weg. Und dann 16-mal grün Paprika sehen. So.
Alles klar, dann ist das auch weg. So, der Honig müsste eigentlich... Kein Honig mehr. Honig ist noch nicht fertig, okay. Aber die Muscheln sind fertig. Und... Hier ist noch ein Blümchen. Mayonnaise ist auch fertig. Und mein Holz ist, glaube ich... Nee, ist noch nicht durch. Okay, also das weg. Das weg, das weg. Ich bräuchte, wie gesagt, Silber. Das Eisen ist auch fertig. Der Garn ist fertig. Nee, da mache ich erstmal keinen mehr. Die Ziegel brauchen noch. Eigentlich ist nur das Eisen fertig. Ich werde auch nicht in die erste Höhle reingehen. Ich glaube, da gibt es nämlich nicht so viele Sachen, die ich gebrauchen kann. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Dorf der Erdgnome. Da wollte ich ja auf jeden Fall hin. Und mir wieder ein paar Sachen abholen. Vielleicht kann ich auch beim großen Erdgnome irgendwas kaufen. Habe ich denn schon wieder ein paar gefunden? 7 Stück. Okay, dann kriegt die der Steingnome. Dann bin ich nämlich hier bei... 80. So, und dann schauen wir mal, was du uns gibst. Einfach nur normales Gras. Stein, Eisenerz, Silbererz, das ist gut. Karotte, Tomate, Zucchini, Ringelblume. Tee, Fischsuppe, Salat. Okay. Pilze und Farn. Heute habe ich nichts für dich. Was hast du mir mitgebracht? Meine Tasche ist voll. Großartig. Ja. Ja. Wenn meine Tasche voll ist, dann wird das Zeug erstmal zurückgeschafft und dann verkauft und dann gehe ich nochmal dahin. Und dann ist nämlich die Folge auch gleich schon wieder vorbei. So, Karotte, Ringelblume. Ach, das ganze Essen kann ich eigentlich alles verkaufen, so. Doof der Erdgnome, ich bin nämlich noch nicht durch gewesen. Mit allen. Ach, das ist so entspannt, das Spiel. So, euch zwei habe ich, glaube ich, noch nicht. Hering und Sardine. Harz, hartes Holz. Heute habe ich nichts für dich. Okay, wir gucken mal, was du hast. Gnomladen, Mondblume, Trauben, Bananen. Könnte ich eigentlich alles verkaufen, ne? Ach, ich könnte da auch Samen draus machen. Silbererz gibt's auch. Kohleklumpen, okay. Wir kaufen mal 30 Kohleklumpen und wir kaufen mal 23 Silbererze. So. Dann mache ich auf jeden Fall aus den Kohleklumpen Kohle. 30 mal herstellen. Sehr schön. Das Eisenerz nehme ich mit. Dieser Dien kann ich, glaube ich, nicht verkaufen, weil meine Kiste schon wieder voll ist. Vielleicht nehme ich auch das Zeug raus, was nicht so viel bringt und packe das rein, was mehr bringt. Also in die Verkaufskiste, meine ich. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich wieder Silbererz bekommen und... 2x Viehfutter bekommen. Okay, mein Lager ist hier drüben. Dann mach mal die Tür auf. Ich hab nur noch 24 da drin. Okay. Das heißt also, hier füllen wir das Lager wieder auf. So, jetzt ist es... Nee, nicht abbauen will ich das. So, das kommt hier rein. Die Kiste ist voll. Was bringen die denn hier? Das sehe ich noch nicht. Die Wolle behalte ich mal. Packe ich die zwei Sardinen da rein. Weil die Wolle, da kann ich ja... So, jetzt machen wir erstmal noch ein bisschen hartes Holz. Hier oben, das ist noch fertig. Und das hier drüben ist auch fertig. Meine Steine sind fertig. Sehr gut. Ich habe gar keine Ahnung, für was ich so viele Steine brauche.
So, Wolle da rein. Das ist noch nicht fertig. Okay. Dann sage ich mal, das packe ich mal hier rein. Die Wolle kann ich eigentlich auch hier reinpacken. Das beides andere, das, den Fisch und den Harz. Boah, wo packe ich denn das alles hin? Brauche ich eigentlich gar nicht. So, da kann ich noch nichts machen. Hier muss ich auch noch warten. Ich brauche definitiv noch einen Sprinkler. Wie mache ich... Wie war das mit dem Sprinkler gleich nochmal? 5-mal Eisen und 5-mal Silber. Okay. 5-mal Eisen und 5-mal Silber. So, dann kann ich einen Sprinkler herstellen. Es gibt, glaube ich, auch noch bessere Sprinkler, wenn mich nicht alles täuscht. Dich platziere ich jetzt dahin. So. Hier ist auch ein Sprinkler. Das ist alles voll. Das wächst alles. Ja, gut, die Sardinen. Naja, gut, die Sardine könnte ich immer in. Die könnte ich ja in meinen Kühlschrank packen. Den Harz brauche ich, glaube ich, nicht reinpacken. Aber ich kann den Fisch reinpacken. Okay. Ich habe noch 2-mal Silber, das muss ich auch noch loswerden. Tja, Miezi, ich kann mit dir leider nicht rausgehen, weil es regnet und im Regen kann man nicht mit seinem Haustier spazieren gehen. So, Silber, das Harz, ich sammle es einfach mal sehen. Ach, hier oben ist auch noch Eisen fertig. Okay, dann kommt da nochmal Silber rein. 11 Silber, wie sieht es hier hinten aus? Auch fertig, okay. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt habe ich nämlich gar kein Silber mehr. Eisen kommt hier rein. So, wir haben noch ein klein wenig Zeit, würde ich sagen. Wir gehen mal noch ein bisschen auf Erkundungstour. Hier hinten ist noch Silber. Okay, das kann ich... Hallo? Mach mal auf hier. So, wir gehen noch ein bisschen auf. Mach auf. Ein bisschen auf Erkundungstour. Ah, ich kann ja sowieso nichts mehr verkaufen. Das ist natürlich schlecht. Und da ist ein Käfer. Müsste ich den fotografieren? Ich weiß es nicht. Hier ist noch ein bisschen Salz. Ich könnte natürlich auch noch eine Kiste bauen, wo ich das ganze Zeug, was ich irgendwann mal verkaufen will, reinpacke. Das wäre auch noch eine Idee. So, das würde ich ja alles verkaufen, was hier ist. So, ein paar neue Blümchen. Habe ich noch Platz? Ich habe noch Platz, okay. Was brauche ich denn eigentlich für Holz? Biegsames Holz. Nee, biegsames Holz habe ich. Das ist hartes Holz und ich brauche noch robustes Holz. Das war, glaube ich, auch hier oben. Das kann ich mir ja theoretisch gesehen hier holen. Das war, glaube ich, robust, ne? Robustes Holz, genau. So, neuer Titel. Okay. So, dann holen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen robustes Holz hier oben. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Kann ich nicht die alle mit Eimer? Ja. Achso, das war biegsames Holz hier. Na gut, ich habe genug Energie, deswegen. So. Das ist auch alles biegsames Holz hier. Naja gut, ist ja egal. Auf jeden Fall weg. So. Die Blume nehme ich noch mit, die blaue. Und hier drüben war, glaube ich, dann noch ein bisschen robustes Holz. Das ist definitiv robustes Holz hier. Ja, da brauche ich nämlich ein bisschen länger mit dem Hacken. So. Ein bisschen am Strand hier noch. Ich glaube, Salz habe ich schon. Deswegen kann ich das mitnehmen.
Kann ich die Muschel noch mitnehmen? Ja, habe ich noch Platz. Okay, also ich baue mir definitiv noch eine Kiste. Hallo? Ich will die Muschel haben. Und da ist schon wieder so ein Gnomen rausgesprungen. Habe ich 7 wieder. Blaue Blume habe ich, glaube ich, auch schon. So, nee, ich muss hier runter. Dum, 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 dum. So, einmal hier durch. Mach die Tür bitte auf. Hier stehen zu viele Bäume schon wieder rum. So. Das kommt alles weg. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kommt, passt hier noch was rein? Ich komme nicht mehr rein. Ich habe auch nichts mehr frei. Das ist natürlich sehr schlecht. was packe ich denn dann hier rein? Moment, Ding. Das kann ich hinpacken. Und dann kann ich mir da bestimmt eine Kiste machen. Ich kann mir keine Kiste machen. Kann ich mir keine Kiste machen? Brauche ich normales Holz. Okay. So. Das Silber kommt dorthin. Habe ich mir hier irgendwie was liegen lassen? Nee, eigentlich nicht. Oh. Das kann ich nicht mitnehmen. Okay. Muss ich das Zeug, was ich verkaufen will, doch hier reinpacken. So. Und dann kann ich hier noch die restlichen Maschinen wieder auf Vordermann bringen. So. Und dann beenden wir wirklich den Tag. So, jetzt sammle ich natürlich das Silber noch hier hinten ein. So, Garn brauche ich nicht. So, das da rein, das da rein, das dort rein, das dort rein, das dort rein. Okay, sieht doch ganz gut aus. Steine kann ich auch nicht verkaufen. Hier ist alles fertig. Okay. Ich gehe schlafen und beende den Tag. Wir haben ja 2 Tage in einem gemacht heute. Deswegen sehen wir uns ganz gediegen im nächsten Part wieder von Story of Seasons. Pioneers of Olifthorn. Wie viel haben wir gemacht? 9006 Gold. Es läuft. Wenn ich natürlich wieder Sachen verkaufe, gibt es natürlich wieder mehr, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.